Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, mal wieder am Kamin und im neuen Jahr. Herzlich willkommen, ein wunderschönes, gesegnetes neues Jahr. Kurt und ich sitzen hier 1. Januar und schauen so auf dieses Jahr im Jetzt und möchten euch einfach daran teilhaben lassen. Also ich habe den Eindruck, die Ereignisse geschehen immer schneller. Die Zeit hat sich verdichtet. Wir werden immer mehr gefordert und sollten einfach bereit sein dafür, für das, was geschehen kann. Denn was daraus geschehen kann, ist einfach zauberhaft. Ja, und ich habe so das Gefühl, so im Rückschau, was ja oft so zum neuen Jahr beginnt, das Alte ist jetzt abgeschlossen, aber im Prinzip die letzten 3 Jahre, also seit diesem Corona, seit 2020, habe ich das Gefühl, das war ein großer Reinigungsprozess. Wir wurden alle, die ganze Menschheit wurde konfrontiert, jeder in seinen Themen mit: Wie geht man mit Herausforderungen, mit Informationen um, mit der eigenen Wahrheit? So jetzt gerade im letzten Jahr, so 2022, habe ich das Gefühl, ging es nochmal wirklich nach innen. Also wie der große Staubsauger hat da, die große Lupe hat da viel nochmal ans Licht gebracht, was so im Verborgenen an Ängsten, an Sehnsüchten, an Widersprüchen, an eben Sichtweisen, Überzeugungen, Meinungen und auch Bewertungen in jedem Einzelnen war. Also viel, was im Verborgenen war, wurde sichtbar. So die letzten 3 Jahre habe ich das Gefühl. So dieser 3-Jahres-Zyklus. Und 23 habe ich das Gefühl, so jetzt haben wir gut sauber gemacht oder sind gut bereinigt worden, dass wir jetzt in einer viel klareren Ausrichtung in dieses Jahr gehen können. Und das brauchen wir auch, denn die eigentliche Aufgabe liegt noch vor uns. Alles bis jetzt war Vorbereitung. Aber wir sind bereit, die meisten jedenfalls. Und dann können wir nicht nur einen Schritt machen. Wenn wir wirklich bereit sind, können wir einen Entwicklungssprung machen in unserer eigenen individuellen Evolution. Und das, glaube ich, ist die Chance dieses neuen Jahres. Ja, weil was viel passiert ist, ist ja, dass man nicht mehr so einfach vor sich hin leben konnte und davon ausgehen konnte, naja, das geht ja alles so weiter. Es war ja viel Unsicherheit, viel wer weiß, wie es weitergeht. Es ist viel auf den Prüfstand gekommen von Arbeit, von Wirtschaft, von Beziehungen, von eigenem spirituellen Weg. Und ich habe so das Gefühl, wir wurden schon sehr, und das anknüpfend an das, was du gerade gesagt hast, so in diesen Augenblick gebracht. Also in die Wertschätzung auch dessen, was jetzt ist und wie so ein Stückchen auch vorbereitet aufs Unbekannte und dennoch natürlich wissen wir ja, dass wir da was mit hineinbringen, nämlich unsere Ausrichtung, unsere Absicht, unsere Visionen oder auch eine Mission, wenn man die weiß, weshalb man da ist. So, und das ist natürlich ein Riesenpotenzial und wie du sagst, diese Bereitschaft und was jetzt möglich ist als Menschheit, habe ich das Gefühl, oder als Großteil der Menschheit, ist schon einzigartig. Ja, aber die Menschheit besteht natürlich aus Einzelnen, aus dir und mir und den anderen. Und da sollten wir erst einmal schauen, was kann ich denn in meiner Welt tun? Bin ich wirklich bereit für diesen großen Sprung, der jetzt möglich wäre, der eigentlich nicht nur möglich wäre, sondern erforderlich ist. Das Leben erwartet von uns jetzt einfach einen Entwicklungssprung.
Sprung. Und deswegen sage ich, alles bisher war Vorbereitung, aber jetzt geht's erst richtig los. Und da sollten wir einfach bereit sein. Bereit sein heißt einverstanden sein. Und wir wissen zwar nicht, wie es weitergeht, aber das brauchen wir auch gar nicht wissen. Wir wissen eins ganz gewiss, es geht immer weiter. Und darauf können wir bauen. Und wenn wir wirklich im Jetzt sind und in der Wahrnehmung, dann sehen wir ja, was jeweils zu tun ist. Und dann auf einmal wird es ganz einfach. Ja, und du sagst zwar natürlich, besteht es aus jedem Einzelnen oder aus vielen Einzelnen, aber ich habe schon das Gefühl, dass es viele Einzelne sind, die wiederum tatsächlich, wir sprechen ja immer von der Menschheit der Zukunft, ausmachen. Früher waren es Einzelne, es waren einzelne erleuchtete Propheten, egal in welcher Religion, gab es da immer Einzelpersonen. Aber jetzt habe ich so das Gefühl, es erwacht oder wir erwachen oder dieses Bewusstsein erwacht einfach in vielen. Und wenn du sagst, was ist denn für dich so der Sprung, wenn du sagst, dieser Sprung, ist es der Sprung in der Matrix zu erkennen, dass ich das nicht war, was ich glaubte zu sein? Oder worin besteht für dich dieser Sprung? Der Sprung besteht für mich eigentlich darin, wirklich zu mir selbst zu erwachen, ganz präsent zu sein, ganz da zu sein, ganz ich selbst zu sein. Und dann nehme ich ja wahr, was das Leben gerade von mir erfordert. Und dann bin ich wirklich erst bereit für die Schritte. Aber dann sind die Schritte auch gar nicht schwierig, sondern ich brauche nur in jedem Jetzt zu schauen, was jetzt zu tun ist. Tue das, was jetzt zu tun ist, tue gleich das Richtige so. Und das Leben geht immer weiter. Und auf einmal sehe ich, wenn wir nächstes Jahr, am Ende des Jahres zurückschauen, werden wir sehen, welche großen Entwicklungsschritte wir in diesem Jahr gemacht haben. Also ist es eigentlich ein Zeitsprung aus der linearen Zeit ins Jetzt und aus dem Denken und Planen und Nachdenken und Vorausschauen im Prinzip in der Wahrnehmung dessen, was jetzt ist und auch unsere viel feineren Sinne zu entwickeln. Ich glaube, es geht immer mehr in die Richtung wirklich Telepathie, dass wir telepathisch miteinander, empathisch miteinander in Verbindung sind, dass wir mit den geistigen Welten mehr in Verbindung sind, uns tatsächlich als Verbindungsglieder eigentlich Brücken zwischen dem Geistigen und dem Materiellen erleben. So erlebe ich uns tatsächlich auch immer mehr jetzt im Miteinander, in unserer Unity auch. Und ja, oft ist ja das viele Tun, bringt einen nicht wirklich weiter. Aber im Präsentsein und im Wahrnehmen, was jetzt wirklich für jeden Einzelnen dran ist, das macht natürlich Quantensprünge möglich. In der Vergangenheit haben wir gelernt, unseren Verstand zu benutzen. Wir haben gelernt, uns vorzubereiten, in die Zukunft zu schauen, damit wir bereit sind. Und das sind die Werkzeuge von gestern. Jetzt brauchen wir Bewusstsein. Jetzt brauchen wir nicht mehr Vorbereitung, denn auf das Unbekannte kann man sich nicht wirklich vorbereiten. Aber man sollte bereit sein. Und das heißt einfach präsent sein, da sein, zu Bewusstsein gekommen sein und leben als der ich wirklich bin. Und dann kann mich das Leben nicht überraschen. Dann ist das, was auf mich zukommt, wirklich ein Geschenk. Gibt es denn neben dieser Ausrichtung bei dir noch irgendeine für dich wahrnehmbare Absicht, etwas, was ich noch erfüllen möchte, etwas, was du wahrnimmst für dich jetzt persönlich, was geschehen könnte 23? Ich kann nichts erkennen. Aber vielleicht liegt es daran, weil ich eben gar nicht vorausschaue, sondern
mich ganz auf das Jetzt einlasse und im Einklang bin mit dem Jetzt und zuschaue wie ein Kind, wie sich das Jetzt entwickelt, was jetzt geschieht. Ich muss nur dafür sorgen, dass ich dieses Jetzt wirklich erfülle. Ja, kann ja sein, dass ihm jetzt was auftaucht durch einen Impuls. Deswegen habe ich jetzt mal diesen Impuls, der hier aufgetaucht ist, mal weitergegeben. Ja. Noch ist er nicht sichtbar, aber ich erwarte das auch gar nicht, sondern ich sehe nur zu, wenn dieses jetzt erfüllt ist, kann ich es loslassen, aber da wartet ja schon ein neues Jetzt und dann lasse ich mich ganz auf dieses neue Jetzt ein und ich glaube, dass das die Haltung ist, die wir jetzt mehr oder weniger alle brauchen, dass wir aufhören, die Aufgaben der Zukunft mit den Werkzeugen von gestern zu lösen, sondern dass wir wirklich ja, zukunftsbereit sind. Jetzt bereit sind, letztendlich gibt es ja nur dieses eine Jetzt. Und wenn wir uns da alle finden, wenn wir da wieder nach Hause kommen, unser einziger Zeitpunkt, wo wir wirklich spüren und erfahren, lebendig zu sein, präsent zu sein, das Gewahrsein nur jetzt wahrnehmbar ist, ja, dann erleben wir, dass die Aufgaben, die vor uns liegen, die für den Verstand vielleicht schwierig erscheinen mögen, dass die im Jetzt ganz einfach zu erfüllen sind. Wenn ich wirklich im Jetzt angekommen bin und damit bei mir selbst. Also sollte ich einfach nur dafür sorgen, präsent sein und vertrauen darauf, dass das Leben immer weitergeht. Dann wünsche ich uns allen, euch allen, uns inkludiert, ein präsentes Dasein, Segen sein, Frieden sein, Liebe sein, Bewusstsein. Und daraus geschieht alles. Genau. Und dann sehen wir uns ja im Jetzt. Namaste, ihr Lieben.